So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Damm dabei. Frisch vom Acker. Frisch von Festival Season. Und wir gucken uns heute an UWR Whale, also Jeskai Whale, gegen Bird. Wahl. Also, so. Der Oldschool Jeskai Control gegen Burn, das war, glaube ich, eines der ersten Videos, als wir wieder angefangen haben, Magic auf diesem Channel zu bringen, war das, glaube ich, eins der ersten Videos, was wir dann kommentiert haben. Ja, aber damals noch mit Eternal Forager, oder? Nee, das war mit Miracle-Kram. Ach so, stimmt, ja. Deswegen, und ja, genau, jetzt haben wir UWR Whale, ein Deck mit wesentlich mehr Planeswalkern als normale Decks, plus eben den Punkt, dass der Whale eben, was ist der, 3-Mana 7-6 oder sowas? 3-Mana 7-6? 7-6 oder 7-7 oder so. Ja. Und hat Vanishing 2 und wenn man 2 Zauber gespielt hat, Proliferate man. Das ist sehr smooth. So. Auf der anderen Seite Burn. Burn hat letzte Zeit nicht so viel Neues bekommen, habe ich das Gefühl. Ist die Frage, ob Burn Neues braucht. Die haben die Power Balance bekommen. That's it. Ja, und es gibt einen neuen Spielstil mit Burn. Aha. Dragon Rage Chandler! Wow. Wow. Dass die ja da jetzt erst drauf kommen. Ja, das ist stark. Delver-Spieler machen den Trick seit 20 Jahren. Gefühlt, ja. Mindestens 15. Ja, dementsprechend. Ich weiß gerade nicht, welche Liste es ist. Ich weiß gar nicht, welche Burn-Liste es ist, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es nicht diese Liste ist. Also auch keine Pyro Balance? Das weiß ich nicht, glaube nicht. Weil ich weiß gar nicht, ist die gut in Burn? Die wurde damals so gehypt und dann direkt so, ja, voller Burn-Ding, aber... Also ich glaube, sie ist gut. Ich glaube, man hat einfach diesen Slot nicht. Ja, ich glaube, stimmt. Man verliert einfach zu viel, wenn man eine Runde lang nichts tut. Ja, oder man macht einfach so ein Two aufrollen, ne? Ja. Boah, diese hässlichen Snowcovers. Von wo sind die? Sind die von... Irgendein Secret Lair. Ich erkenne halt leider nicht, welches... Die sehen halt aus, als wären die gebleicht. Ja. Nee, ich erkenne halt nicht, welche Farbe es ist. Es ist eine Insel, das wissen wir daran, dass er die ganze Zeit Ponder damit spielt. Aber... Ja, das daneben könnte jetzt auch schon wieder eine Plains sein, weil... Nee, es ist dieselbe Insel. Ja. Wow, Chain Lightning into Chain Lightning, ne, into Lightning Bolt, into... Keine Kreatur. Ist das wirklich mal ein Match, wo Burn ohne Kreatur gewinnt? Das wäre weird. Glaube ich nicht. Burn ist selber so auf Kreaturen aus. Das ist ja, daran unterscheidet sich auch ein guter und schlechter Burn-Spieler einfach. Ein guter Burn-Spieler spielt die Spells, nachdem er eine Kreatur gespielt hat, um die Kreatur zu protecten. Mhm. Oder um Opponent-Removal, Spieler-Removal zu spielen. Ja. Ein schlechter Burn-Spieler spielt einfach alles ins Gesicht und hofft, dass es reicht. Meiner Meinung nach. Ja, meistens reicht es halt nicht. Genau. Drei Ponder und dreimal Shuffle, habe ich es richtig gesehen. Juhu! Oh, das sieht nach Spaß aus. Oder schlecht gemischt. Das ist korrekt. Eins und beiden wird sein. Wenn ein viertes Ponder kommt, werde ich ein bisschen kritisch. Das ist auf jeden Fall ein Teferi. Ja, das ist eine Ebene. Der Teferi ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich nicht alt. Könnte halt so ein Chain, so ein, wie heißt das für 3 Mana? Ein Rift Bolt. Ja, fernhalten. Ja. Weil bei Suspend geht ein Trigger auf den Stack und dann will man die Karte casten und Teferi sagt nein. Da Mountain Malicious irgendwas. Was? Wenn ein Spieler einen Zauber umsonst castet, macht das Ding 5 Schaden. Zu Beginn des Versorgungssegments kriegt jeder Spieler einen Schaden, der dran ist. Und für ein Rotes kannst du, glaube ich, verhindern, dass Leben bekommen wird. Ach, das, ja, das ist 2-Mana-Enchantment. Sehr, sehr gutes Teil. Die ist echt vor allen Dingen jetzt bei dem Game State. Die ist schon gut. Die kann man mal spielen. Ja. So. Die ist noch im Stack anscheinend. Ja, es wird mal noch fleißig diskutiert oder darüber philosophiert. Ja, ich kann der Whale-Spieler eigentlich nicht, also Uwe, also Jessica kann das Ding hier nicht. Wenn ich gerade richtig gesehen habe, ist da eine Sand Catherine auch drin im Deck.
Oh, die ist natürlich der Tod für Burn. Für Burn, ja. Ich glaube, da will man einfach hinkommen. Ja, die zweite Karte von oben ist St. Catherine. St. Catherine. Jetzt ist die Frage, ob man Brainstorm hat, um die um ein Setup zu kriegen. Aber die Catherine ist halt schon echt ätzend. Spannend finde ich ja auch, dass tatsächlich OWR Whale einfach sehr stark Basic Land spielt. Ja. Und damit natürlich auch Price of Progress ein bisschen umspielt. Ja, die Frage, die ich mir stelle, ist halt, hat Burn Dead and Gone im Sideboard? Sideboard, ja. Weil dann kriegen die ja die Catherine gut gehandelt. Solange das die nicht gut wieder ist, von bin ich kommt. Mir nicht so sicher. Oh, das ist Brainstorm. Oh, das wird widerlich. Oh. Ja, das hätte man entweder. Ja, gut. Ja, das ist eine Catherine. Das ist, ja. Ja, das wird schlimm. Das ist halt Hupsi, ich hab ein Miracle. It's a miracle! Oh, wow, krass. Es ist auch so. Miracle ist auch so eine Fähigkeit, wo ich mir denke, so, haben die wirklich dran geglaubt, dass das niemand irgendwie bricht? Ja, das ist wirklich so. Noch ein Ponder! Ui, das ist das schlecht gemischt. Uiuiui, ab, vorbei. Man, ich hatte jetzt auch neulich auf dem Turnier, war ja letzte Woche, um diese Zeit war ich ja in Herne beim Lutzfest Series. Da habe ich ein Spiel gehabt. Ja, da hatte ich Wasteland-Rudeltiere. Das war ganz großartig. Alle vier Wastelands. Sowas passiert mal. Okay, wenn du viel cantrippst, okay. Ja. Aber alle vier Ponder rauszuknallen, fast das schon in a row. Ansage. Jetzt ist die Frage, hat er 10 Schaden auf dem Board? Auf der Hand? Dann könnte das doch klappen. Auf jeden Fall ein Force of Will, ein Blue Pitch, 2 Force of Will, ein Blue Pitch. Ja, das 3. Ist doch, ja. Dann kommt da noch ein. Was bist du denn? Ich hab literally keine Ahnung. Screw the Critics? Ja, Screw the Critics muss es sein. Ich glaube, das ist der einzige Spell aus dem Set, der da drin sein könnte. Ja, da wird geforced. Jetzt brauchen wir aber nur noch 6 Schaden, ne? Ja. So, Force Pitch Teferi. Hat nur noch 2 Handkarten, ne? Schlecht. Jedenfalls hat Burn noch einen Bolt auf der Hand. Ja, jetzt ist die Frage, investierst du in die St. Catherine? Versuchst die wegzuräumen? Nee. Spieler-Removal. Also ja, ja. Die 6 Schaden machen im Gesicht genauso viel Damage wie auf der St. Catherine. Und wenn er noch einen Force hat, kommst du weder bei dem einen noch bei dem anderen. Ja, stimmt auch wieder. Und dann hast du mehr Progress, wenn du sein Gesicht brennst. Ausnahmsweise mal. Ja, Problem ist halt, wenn die Catherine einmal gehittet hat, kannst du eigentlich schon schieben. Die ist 5-5. Leben ist stark, ja. Oh, Goblin Guide. Goblin Guide. Was? Was? Wahrscheinlich, weil man einen Removal auf der Hand hat. Ja, also non-Burn-Spell. Ja. Aber du schenkst dem gerade 5 Leben. Ja. Wow. Wow. Alles klar, die Runde ist rum. Ich glaube, ich würde einfach die 2 Damage nehmen. Ich würde auch safe die 2 Damage nehmen. Wofür? For what? Ja. Okay, hätte man nicht geblockt, wäre hier rum gewesen. Das war knapp. Unser Call war falsch. Hätten wir nicht geblockt, dann wäre das Spiel hier zu Ende. Genau, man nimmt die obersten 6. Mischt sie rein. Ja. Und legt sie oben drauf. Damit ist auch die zweite tatsächlich geklärt. Also die zweite St. Catherine ist auch von oben weg. Ja, okay, jetzt in 6 Karten, 7 Karten, 2 Catherines. Das, also da brauchen wir auch keine. Schon strong. Da brauchen wir auch keine Mathe mehr für. Ja, vor allem bei 11 Leben ist halt auch schon so wieder so ein Lebensstandard, wo man sagt so, Oder wie ein weises Meme sagen würde, Brother, Brother, Oh, fuck my life, ey. Ja, ist auf jeden Fall klassisches UWR gegen Ding. Da ist der Wahl. Oh, ey. Jetzt. Er sieht sich selbst als erstes Spell. Ja, ja, wenn du jetzt auch einen dabei Spell sein. Hast, dann. Pulli verratet, ja.
Und der hat Vanishing und kommt mit drei Marken, glaube ich, rein. Ne? Drei? Ich meine zwei. Oder zwei, ja. Ja, zwei würde mehr Sinn ergeben, dann kann der einmal angreifen. Ja. Aber was für ein Vieh? Und warum? Weil man es kann, weil man sehr viele Planeswalker darin spielt. Bisher haben wir nur Teferi gesehen, aber ich weiß auch, dass da auch eine Wandering Emperor drin ist. Ja, gibt es in Jeskai. Und viele andere Sachen, deswegen ist es sehr, sehr unangenehm. Oh, du musst jetzt Karten storen, bis du den Tod hast und dabei 11 Leben. Ja. Okay, jetzt die Frage, was man machen kann. Erstmal Beat für 7. Jo, shit happens, ne? Dann sagt man go. Ja. Da concedet man. Da concedet man. Man kommt nicht mehr raus in der Zeit, die der Wave. Ja, ist der klassische Burn-Spieler, der halt nur Länder irgendwann nur noch zieht. Das ist halt immer oft so. Ja. Deswegen gibt es ja diese zweite Version von Burn mit den DRC. DRCs, genau. Ja, es sind halt auch drei, also im Endeffekt fliegende Lightning Bolts. Ja. Und an dieser Stelle einmal vielen, vielen Dank an meine Patrons. Ein bisschen Werbung dafür. YouTube-Membership oder Patrons könnt ihr mich unterstützen. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. Das machen aktuell sehr, sehr viele Leute. Gerade auch die 3 Euro sind gerade aktuell sehr beliebt. Das freut mich sehr, denn sie unterstützen mich sehr tatsächlich, gerade auch in Masse. Da macht es oftmals einfach die Masse. Und vielleicht wollt oder könnt ihr mich ja auch unterstützen und euch das mal überlegen. Auch, wie gesagt, YouTube-Membership geht ebenfalls. Gut, genug Werbung. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben Mulligan bei Burn. Oh, schlecht. Ja, das ist ein guter Start, ne? Ja, kriegt man einen. Deck. Ne, zwei. Fetchland. Nee, das ist das Savannah. Ah! Ja, bei den ganzen Artworks mittlerweile raff ich gar nicht. Ich wundere, dass er diese hässliche Version hat. Denn es ist ja eigentlich jemand, der immer Full Art, immer. Ja, extended, immer fancy as fuck. Oh. Tja. Dann Dual. What's the blush? Yes. Nee, Prismatic Ending. Oh, okay. Ja. Fast das gleiche. Ich kann es nicht mehr auseinanderhalten. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich die kompletten Border nicht mehr auseinanderhalten kann. Also da ist keine Maus drauf, also kann es kein Swords sein. Hm. Swords ist eine Maus mit einem mit einer Sense, angelehnt an das Original-Artwork. Hm. Okay. So, jetzt haben wir da dieses Ding von wegen, wenn du was ohne Mana kosten und tralala und einen Schaden jede Runde und... Schaltet halt Force. Oh, die kann natürlich auch den Dings verhindern, den Live-Gain von der Sankarine. Genau, die macht Live-Gain von Sankarine weg, das ist sehr sweet, das ist sehr wichtig auch. Ja, das muss auch gemacht werden, weil ansonsten sieht man das wie gerade eben, dann holt er sich einfach mal 5 Leben. Ja, ja, wenn das gerade eben das Ding resolved, wäre halt früher um gewesen. Ja. Oh. It's resolved. Crazy. Crazy. Hm. Dann haben wir wahrscheinlich jetzt Surveillance Go. Boah. Könnte gut sein. Kann vorher noch brainstormen. Brainstormen, dann kann man was drauflegen, was man nicht haben will. Da wie pondert man eher. Ja. Das ist ein Sweet Spot für Ponder, weil du kannst das Surveillern noch. Du kannst auch brainstormen, dann Surveillern spielen. Dann kannst den Brainstorm fast clearen. Ja, das ist schon sweet. Auf der anderen Seite bin ich mal gespannt, wie viele Leute diese Ponder loswerden. Um sich diesen 90er aus dem Secret Lair mit dem Dragon zu holen. Oh, der ist nice. Hm, kommt ja am Montag online, glaube ich. Oh, der ist hübsch. Sweet. Ich finde ihn auch richtig hübsch. Oh, kein Zweiter, sondern Fetchland. So, jetzt muss man langsam wieder eine Kreatur online bekommen. Ja, ansonsten wird's kritisch. Ist die Frage. Barbarian Ring? Ja. Sweet. Die Karte existiert noch? Ja. Ich hätte jetzt mit Surveillandern gerechnet im Deck, aber anscheinend ist es Barbarian Ring. Eidolon. Komm, Flashbacks will ich hoch, kann das sein?
Ach du Scheiße. Großartig. Burn immer noch geil. Oh Gott. Die spielen die da meistens nicht mehr. Ja. Meistens fliegen die raus für die DRCs. Ja, ja. Macht weil halt Sinn. Aktuell sehr viel, sehr groß ist tatsächlich. Also Mana-Kosten sind halt sehr, sehr oft größer als 2 oder 3. Ich glaube 3 war es. 3? Ja. 2 Damage, 3 Mana, ja. Eidolon, gutes Tier. Ja, ist richtig. Und wenn er jetzt nur ein Removal frisst, dann hat er 2 Schaden gemacht und ein Removal gefressen. Warum auch nicht? Ja, gut, es kommt auf Removal drauf an. Es gibt ja auch mittlerweile ganz viele, die halt hier diese 6 Mana für das Enchantment Layla. Ja, okay, aber mit dem. Mit dem, ja, mit dem Deck hier nicht. Mit dem Deck hier nicht. Ja, aber genau, mit dem Deck hier. Da kommt eigentlich nur Swords in Frage oder Ending und beides triggert. Das Eidolon. Boah, die. Bei der Enchanten musst du aber auch aufpassen, wenn du. Die spielen die wahrscheinlich ja nicht, wenn du die DRCs spielst, weil die Bubbles kaste ohne Mana zu bezahlen. Genau. Und so 5 Schaden für eine Bubble ist schon. Da ist der Wal. Der Wal! Schieb den Wal. Es ist halt crazy, weil du musst jetzt halt mehrere Spells ineinander spielen. Gleichzeitig willst du auch gar nicht so viele Spells spielen, weil Eidolon. Gleichzeitig, wenn du Spells spielst, willst du sie halt teurer bezahlen, aber dann die Mana nicht bezahlen. Deswegen ist es eine ganz weirde Situation, in der sich hier gerade unser Kontrollspieler verhält. Das schon irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob ehrlich gesagt ich mit dem UWR überhaupt recht habe oder ist nicht einfach nur UW. Das wird in den Kommentaren stehen. Ich habe bis jetzt noch kein Rot gesehen, glaube ich. Ja, auch nicht. Splash für Sideboard. Ach du Kacke. Aber das ist doch dieses. Was heißt das? Molten Collapse oder was? Das ist auf jeden Fall das, wo dieser Schaden kommt. Jetzt kommen natürlich auch 2 Schaden jede Runde. Trigger ist online, aber du kriegst gleich 7 Schaden. Da kannst du auch blocken. Was ist das für ein Fliegen dabei? Der ist fliegend, glaube ich. Oder hältst du das Eidolon rein? Ja. Da geht dann eine Marke runter. Ja. Und dann zieht man und dann. Ja, jetzt bin ich halt gespannt, weil man will halt, wie gesagt, viele Spells spielen, aber nicht auf jedem Eidolon. Nee, das macht. Und Force macht dann auch. Also, da du irgendwie einen Einsatzspell spielst, den Force kann man ja machen. Aber willst du jetzt halt auch nicht machen, weil dann kriegst du erstmal 10 in die Fresse. Also ist gerade irgendwie so ein richtiger weirder Spot. Ja, stimmt, die Force tötet dich. Dann sagt der Draw Go und dann. Na, du kriegst ja schon allein einen durch den Force. Ja, und dann 10 und 10 durch den Ding. Also. Das ist ein faires Force. 11 Schaden? Kann man aber machen. Ja, das wundert mich noch so ein bisschen, dass ich für Modern noch kein Bolt Force oder so gemacht haben, was einfach 3 Schaden schießt. Oh. Macht er doch ganz gerne. So ein Shock Force oder so. Ja, Schocken tun sie ja schon genug, ne? Ja, es ist schwierig. Also die Situation. Der 2 Chain Lightning. Ja, ist auch gut. Da kommt wahrscheinlich ein Ending? Ein Ending? Boah, Prismatic Ending wird halt schon mal zumindest das Eidolon klären. Snappy. Boah, Snappy, Prismatic wäre halt so. Uff. Das wäre hart. Das wären 4 Schaden dafür. Gut, du proliferatest auf den Wal. Das ist ja. Das fair. Da ist rot. Oh, Gott sei Dank. Kann halt immer noch nur Splash fürs Sideboard sein. Ja. Oder halt für diesen rot-weißen, ich krieg X Knight tut. Ja, ja, genau, hier für Eolingas, ne? Den spielen wir. Rot! Ja, Snappy und dann wahrscheinlich Dings, ne? Trigger. Oh, dann ist der gleich tot. Das weiß der gute Dude nur noch nicht. Der hat ja 2 Lightning Bolts, 2 Chain Lightning auf der Hand. War schön mit dir, Dennis. Und der kann sich auch keinen Counter erlauben. Also nee, das ist rum.
Das rum. Okay. Das ist der Moment. Also seelisch und moralisch bin ich schon bei Game 2. Ja. Ja, vom Sideboarding her ist es, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil man kann halt in UWR sehr viel tun, aber ich glaube, in Burn kann man viel, viel mehr tun. Ja, du kannst ja in Burn allein die ganzen Counter reinschmeißen. Ja, und die ganzen Blasts. Wenn du dich, du hast ja jetzt die fetten Feature gesehen, das heißt, du kannst, wenn du drin hast, sowas wie Dead and Gone reinnehmen. Mhm. Dead kriegt ja dann sogar den Snappy und so weiter weg. Also ist eine valide Strategie. Mhm. Und du kannst halt kannst dein Deck viel besser machen, indem du die Price of Progress rausnimmst. Ja, die Price sind hoffentlich nicht mehr drin. Hoffentlich nicht, nee. Würde ich mich schämen, wenn die noch drin wären. Schon wieder ein Ponderstar. Ja. Dennis, ich erkenne da ein Muster. Ja, dreimal hintereinander. Mhm. Das dritte Mal ist kein Zufall mehr. Das dritte Mal ist Absicht. Sind jetzt sogar die Karte viermal im Deck wäre, ne? Nee. Anders als im Vintage. Das ist restricted, ne? Meine ja. Kann auch sein, dass es mittlerweile unrestricted ist. Ja, Vintage ist eh so ein weirdes Format. Ja. Ja, Burn, ne? Wird wahrscheinlich Swift Spear, Land, Go. Ja, hoffentlich. Also oder? Land, oder? Land Swift Spear oder Land Goblin Guide sind die Sachen, die du machen musst. Ja, das Wenn Goblin du das Guide. Nicht machst, bist du halt schon so weit hin. Weil der Gegner muss sich jetzt darauf konzentrieren, wenn du die nächsten Sachen droppst. Das ist halt das Wichtige dabei. So. Das Problem bei dem Goblin Guide ist halt, der verbessert die Draws. Ja, weil er halt die ganzen Länder rausfiltert. Mhm. So. Ich glaube, da war eine St. Catherine. Oder war da der Wandering Emperor? Ich glaube, das war Emperor. Das kann natürlich auch sein. Und bei Burn sind vier Länder, habe ich das Gefühl. Ja, vier Länder ist halt auch schon viel für Burn. Ja. Drei ist so Sweet Spot. Ja. Fetch. Oh. Blau? Wahrscheinlich. Also oder Duel. Also wahrscheinlich Duel. Ja. Ja. Weil ein Duel kannst du dir erlauben. Price of Progress wird eh draußen sein, hoffentlich. Und so bist du halt ein bisschen versiler mit Mana. Ja, und selbst wenn es Price kommt, machst du halt 2 Damage. Das ist ein schlechter Schock. Ja, 2 Mana, 2 Damage ist ein schlechter Schock, das ist richtig. Gut, dann. Plus, du hast ja selber noch einen Barbarian Ring, das heißt, du kannst ja auch noch selber Schaden schießen. Das ist dieser Staff of the Storyteller. Ja. Der kommt rein. Macht einen Token? Macht einen Token und immer wenn ein Token kommt, kriegt er eine Marke und du kannst für ein weißes Tappen eine Marke unternehmen und eine Karte ziehen. Oh, mit dem Whale ist der halt auch dumm, ne? Oh ja, mit dem Whale ist der richtig gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ein 1-1er Blocker. Hm. Wenn jetzt natürlich so eine Runde kommt wie Swift Spear, Bolt, Go ins Gesicht, tut halt weh. Ja genau, man muss jetzt halt den Druck aufrechterhalten, man muss es jetzt schaffen. Okay, keine Creature. Da habe ich mir geguckt, das sind alles Bowls und er hat gar keinen Länder. Das kann auch sein. One-Länder wäre halt echt, echt widerlich. Weil er hat mindestens ein Land gezogen. Ja. Ah. Da kommt ein Lava-Spike. Okay. Naja, erst hauen, dann bauen, das ist schon mal korrekt. Ja. Und dann... Light up the stage. Nutz. Dann kann man die obersten 2 Karten exilen, darfst du bis zum nächsten casten. Da ist ein Swift Spear. Das ist gut. Ich weiß aber gerade nicht, man kann die ja nur casten bzw. wirken. Oder playen. Bis zum nächsten Endstep. Kann man da. Ach, ich kann Chat beantworten, ob man da suspend kann. Aber ich meine, suspend geht nur aus der Hand. Boah. Uff. Wenn man nur einen Judge kennen würde. Ja, das wäre eine gute Idee, ne? Aber Swift Spear ist natürlich jetzt schon mal gefährlich, dass man den sieht, weil Swift Spear ist wirklich eine Hausnummer. Ja. Swift Spear und vor allen Dingen, das ist halt jeder Spell. Plus eins. Das heißt, ja. Man hat mit 2 Spells, also 2 Instant oder Sorceries, 3 Schaden. Also Non-Creature, glaube ich sogar. Genau, auch die Verzauberungen zählen auch. Ja, und das halt dann schon. Dreimal. Was bist du denn? Ach, Fable. Okay, ich war gerade schon verwirrt, was diese Karte ist. Fable, also alles, was irgendwie Token generieren kann.
Ja, der Token gibt halt wieder einen Marker für den Stuffed Storyteller. Jetzt zeigt das Deck halt so langsam, was es kann und was es will. Ja. Da kommt der Swift Spear. Gucken, ob man... Hat kein Land. Kein zweites Land. Ja, man könnte jetzt Chain Lightning und für 4 ins Gesicht gehen. Dann wären wir auf 9. Das wäre schon mal gut. Ja. Okay, man greift an. Greift an, hat man Instant Spell. Das wäre halt sehr schade. Da kriegt man wieder ein Land auf die Hand. Also der Goblin Guide arbeitet gut. Nur für den Gegner? Nur für den Gegner, ja. Also, gut, man blockt halt den Goblin Guide, weil man halt weiß, der Swift Spear wird eh gepumpt. Jo. Und damit verliert man jetzt einfach Damage. Jo. Das ist die Frage. Das geht. Ich bin mir sicher, dass man, ziemlich sicher, dass man aus dem Light Up the Stage nicht so spenden kann. Oh, wie heißt der Spell nochmal? Wie heißt der Spell gerade nochmal? Das ist Riftbolt. Riftbolt. Ja. Genau, generell, Suspend sagt halt, ist eine Fähigkeit, ist eine Startefähigkeit, die wirkt, während die Karte genau auf der Hand des Besitzers ist. Man darf die nur von der Hand machen. Mhm. Nicht aus dem Light Up the Stage. Ach ja, Regel. Jupp, und da kann man auch dann im Zweifelsfall einfach den Judge rufen. Ja, ich glaube aber, dass hier einfach beide der Meinung sind, dass das geht, auch wenn es auf der Karte halt anders beschrieben steht. Mhm. Das passiert. Fehler passieren, das müssen wir uns alle einig sein. Wir sehen sowas hier jetzt auf Kamera, aber wenn wir drinnen im Spiel sind, sieht man das manchmal eben nicht. Wir haben ja selber auf Kamera schon sehr viele Fehler auch einfach gemacht. Ja. Und ich glaube, hier waren sich einfach niemand unsicher, dass es nicht geht. Warum sollte es nicht gehen? Ja. Und die Antwort ist, weil es nur von der Hand geht. Steht aber wahrscheinlich sogar auf dem Dings drauf, weil es der Text heavy. Das ja, heißt, ja, genau. Da wird Suspend draufstehen. Ja. Read the card, explains the card. Naja. In dem Fall schon. Ja, ausnahmsweise mal. Im Gegensatz zu diesem komischen Ursas-Saga-Standard-Showdown-Ding. Das ist einfach eine Full-Art-Ursas-Saga. Oh, die Full-Art-Non-Text. Ja, Non-Text. Full-Art-Non-Text-Ursas-Saga. Mega und großartig. Das ist ja auch so wenig Text auf der Saga. Das ist genauso wie der Omnath. Ja, einfach dämlich. Viermal. So. Jetzt könnte man natürlich überlegen. Wandering Emperor? Aber die muss man nicht spielen. Die kann man flashen. Ja, das ist richtig. Oder das ist eher ein Snappy. Ist halt ein Red Elemental Blast. Blue Elemental Blast. Man könnte ja auch einfach den Blue Elemental Blast spielen. Und dann gleich Snap, Blue Elemental Blast. Teferi? Teferi wäre jetzt auch richtig strong. Bounce der Swift Spear killt den in der Runde. Ja, soll er machen. Der Wahl. Schieb den Wahl. Oh. Und jetzt einfach nur ein, yes, tasty second spell. Aber der hat hier nur eine Marke, oder? Der müsste zwei haben, ja. Blue Blast. Blue Blast, Trigger. Trigger. Weil es der zweite Spell ist. Dann kann man, man kann die Lore-Counter hochdrehen. Stimmt, man kann die Lore-Counter hochdrehen. Sweet. Ja, da wird kurz diskutiert, aber es ist der zweite Spell. Er checkt ja nur beim Cast, ist es der zweite Spell? Ja. Und dann kann man auf dem Staff auch noch die Karten hochdrehen. Und dann hat man nächste Runde die Fable schon als Copy-Effekt. Dann kann man den Wahl kopieren. Oh, kommt mal für 14 Schaden. Ja, das ist sweet. Vor allem, weil man dabei halt auch die nächste Runde mehr Karten ziehen kann, tatsächlich. Ja, dank dem Dings. Ne? Ja. Und dann kommt der Kiki-Iki. Oh, die schönen Full-Art-Version. Ne? Natürlich, alles Full-Art. Außer was? Ich weiß es nicht mehr. Dann das Land ist Wayland. Dann Blue Blast den Dude. Jo, dann Blue Blast den Dude und dann hat man... Das ist halt knapp noch, ne? Das wird jetzt richtig knapp. 8.
Uiuiuiui. Eigentlich will man jetzt auf 11. Das ist richtig. Uff. So tut das halt weh, was da kommt. Das knallt halt richtig im Gesicht. Das sind dann 14 Schaden, ne? Ja. Die Runde danach ist lief. Mhm. Weiß nicht, ob der noch einen Counter auf der Hand hat, der Control-Spieler, also der Whale-Spieler. Snapcaster halt noch. Das weiß ich. Snappy macht aber jetzt nichts. Nee, genau. Jetzt gerade ist schwierig. Hat 3 Länder. Nächste Runde ist halt richtig sweet ins Gesicht. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann noch 2 Spells spielen kann, dann proliferated man 2-mal. Oh ja, das ist richtig. Weil die doppelt triggern dann. Oh, fuck my life. Das ist ein Eidolon. Das macht nix. Außer doch die Spells painful machen. Genau. Ich glaube, da würde ich das Eidolon nicht schmeißen. Man hat noch 2 Bowls. Ist die Frage, ob du dir das leisten kannst. Ja, das wird man jetzt rausfinden, glaube ich. Du gehst auf 6 Leben gleich. Warum so rum? Achso, okay, das macht keinen Unterschied. Alles klar, genau. Nichts gesagt. Suspend und dann. Das ja Suspend. So, dann. Ja, der Whale bleibt halt eh liegen. Kann man auch auf Karten in Exile proliferaten? Kann man Time Counter proliferaten? Müsste man theoretisch. Ja. Wäre auf jeden Fall spannend, weil könnte man halt den Riftbolt oder nicht lange im Suspend vergammeln lassen. Ja, das wäre sehr cool tatsächlich. So, jetzt ist die Frage, den Well zu kopieren ist eigentlich ein No-Brainer. Will man sich die Blöße geben und 2-mal Cantrippen oder so? Da habe ich auch einen Sword auf der Hand gesehen. Das wäre jetzt natürlich bitter für Burn. Mm. Wobei 2 Schaden gemacht sind 2 Schaden gemacht. Ja, vor allem, wenn man, glaube ich, 2 Bulls noch in der Hand hat. Ja, dann wäre halt davon. Copy. Dann, also man spielt keinen Spell. Okay. Naja, man kann ja auch erst im Gesicht rumrühren. Ja, ist halt die Frage. Schöne Yu-Gi-Oh-Karte, ist halt ein weißer Drachen mit eiskaltem Blick. Das ist der Toon Dragon. Oh Gott. Ja, passt dazu. Mhm. Auf jeden Fall passt zum ganzen Deck. Dann geht man auf 6. Go, sagt er. Dann wird aber die Copy exiled. Ja. Dann Rift Bolt, dein Gesicht. Triggert mein Idol. 5. 4, 6. Bei 8 minus 3 gibt es auch 5, oder? Mach meine Rechnung auf. War der auf 8 oder war der auf 9? Ich meine, der wäre auch auf 8 gewesen. Ich meine, wärst du jetzt auf 5 Leben. Was einen Unterschied machen kann. Kann, ja, muss aber nicht. Jetzt ist die Frage, wie viel Burn hat er noch auf der Hand? Der muss 2 Spells spielen und ist dann tot. In der Theorie. Also in der Theorie stirbt er jetzt an dem Trigger. Ne, der kann ja mit dem Eidolon angreifen. Weil dann. Ja, deswegen, also er muss halt angreifen. Und dann macht das, glaube ich, gerade einen Riesenunterschied, dass da auf 6 statt auf 5 gedreht wurde. Die Kommentare werden uns vielleicht berichtigen, dass die Person doch auf 9 Leben war. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es waren 8. Ich auch. Und dann ist das hier ein ganz, ganz, ganz crazy Fehler, der hier passiert. Oh nee. Dann ist der nämlich jetzt gleich auf 1 anstatt auf 0. Ja. Bitte. Okay, das ist halt das Problem bei den Spielen, die mir aufzeichnen, dort mir mit den Würfeln drehen. Ja. Ja, und dann halt nicht aufgeschrieben wird. Da wäre es wahrscheinlich ein bisschen mehr aufgefallen. Dazu kommt ja noch, dass dieses ganze 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3 Damage immer ein Unterschied ist. Ja. Bei Burn. Da wird gerade noch über Ingrid diskutiert. Ich glaube, es geht darum, dass man, wenn man jetzt mit dem blockt, zwischen ich sterbe durch Damage und ich mache irgendwas, vielleicht noch was machen könnte. Mm. Aber er hat halt ein Chain Lightning auf der Hand. Er müsste nur angreifen und das Chain Lightning werfen, wenn das Ding richtig gedreht wird.
Eieieiei. Das ist bitter. Ich meine, die wären eben einen auseinander gewesen, mit zwei. Und jetzt sind sie. Was mal gerade wegen der von 6? Ich meine, die wären noch zwei auseinander. Ja, die wären zwei auseinander gewesen. Jetzt müssten sie einen auseinander sein, weil der eine hat 3 Schaden bekommen. Ja. Weil jetzt muss man auf den Kikihiki gehen und den als Blocker offen lassen. Das ist halt um. Ist halt trotzdem einfach um. Der Wal fliegt und haut dir ins Gesicht. Wenn der fliegt, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auch nicht. Das ist ja. Ist ja egal. Du hast mit dem Staff of the Storyteller, kannst du jetzt erstmal 3 Karten ziehen. Nee. Eine stimmt, du musst den ertappen, aber trotzdem. Ja genau, man kann Karten ziehen, weil das ist schon gut. Uiuiuiui. Das ist bitter. Das ist schade. Schade. Und da wird 4 noch einen Wandering Emperor end of turn. Er macht einen 2-2, oder nicht? Das heißt, man hätte eh den, das wäre eh egal gewesen, wenn er angegriffen hätte. Der hat den angegriffen, der hat den reingeflasht, der hat das Eidolon Exile. Ja, das ist richtig. Aber trotzdem, knapp. Wobei, dann wäre... Dann wird das Eidolon raus. Und ich glaube, es sind 2 Bolts auf der Hand. Aber halt einer sind Chain Lightning. Ich meine, da wären Chain Lightning und ein Bolt auf der Hand. Fuck it. Ja, da ist der Bolt und da ist auf jeden Fall noch ein Chain Lightning in der Hand. Schande. Schade. Ja, das ist passiert. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.